So, Ernst, schön, dass das klappt. Freut mich, Sascha. War jetzt gar nicht Gerne. mehr darauf eingestellt, aber super. Die Idee war ja ursprünglich mal schon vor jetzt fast 2 Jahre her wieder, ne? Ja, Dass ja. du in Oldenburg deinen Vortrag gemacht hast. Ja, und seitdem bist du sehr, sehr viel unterwegs, habe ich mitbekommen. Ja, Ja. also jetzt im Moment nicht, weil alles abgesagt wurde. Ja, genau. Das ist bei uns auch so. Das wäre ja jetzt eine tolle Gelegenheit gewesen, miteinander ein Video zu drehen. Aber wir können uns ja auch nicht besuchen. Also machen wir es heute per Videokonferenz, wie alles dieser Tage. Vielleicht leite ich mal kurz ein, warum ich dich überhaupt angefragt habe. Gerne. Ich weiß nicht, inwieweit du dich noch erinnerst. Wir gründen jetzt zurzeit eine Stiftung, die nennen wir Co-Creation Foundation. Und bei dieser Stiftung geht es darum, dass wir uns Gedanken machen wollen, wie wir neue partizipative Formen des Weltgestaltens, der globalen Governance entwickeln können. Insbesondere in Bezug auf Dinge wie die Klimakrise. Du weißt vielleicht noch, dass ich mit meinem Institut, wir machen Bürgerbeteiligungsverfahren in Deutschland von der lokalen Ebene bis auf große Städte und sind auch in nationalen Projekten, zum Beispiel mit Mehr Demokratie e.V., beteiligt, gemeinsam zu organisieren und zu moderieren, wie Bürgerinnen und Bürger, aber auch andere Stakeholder, Wirtschaft, Wissenschaft, sich vorstellen, wie wir in Zukunft mit bestimmten Themenfeldern umgehen. So ein Schwerpunkt ist zum Beispiel gerade, du hast sicherlich in Irland von den Bürgerräten gehört. Es gibt ja jetzt auch weltweit sehr viele Versuche zum Thema Klimabürgerräte zu machen. In England gibt es gerade eine Climate Citizen Assembly und in Frankreich gibt es eine nationale Citizen Assembly, wo auch das Thema Klima vorkommt. Und mit dieser Stiftung wollen wir eigentlich die Frage stellen, wenn es tatsächlich so ist, dass wir uns derzeit im Anthropozän befinden und die Menschen, die Menschheit mit die stärkste erdgestaltende Kraft ist, welche Formen der Zusammenarbeit, des Zusammenentscheidens, des Konzepte entwickelns und uns Regierens als globale Weltgemeinschaft braucht es in Zukunft eigentlich und können die offen, transparent, partizipativ sein? Ist das überhaupt denkbar? Ja. Wir haben es jetzt geschafft, die Erststifterin zusammenzukriegen. Wir haben jetzt die Stiftungsanmeldung eingereicht, also wir sind noch nicht offiziell gegründet. Wir haben operative Mittel für die ersten 2 Jahre zu arbeiten und gehen jetzt mit vielen Aktivistinnen, Intellektuellen, WissenschaftlerInnen ins Gespräch, um überhaupt erstmal rauszufinden, aus eurer, ihrer Perspektive, in diesem Fall jetzt auch aus deiner, ist das ein sinnvolles Unterfangen und welche Möglichkeiten sehen wir da gemeinsam auch. Und diese Gespräche, die ich führe, die sind sehr offen. Ich würde mich freuen, wenn wir einfach in ein gemeinsames Denken kommen. Und dein letzter Vortrag, den ich gesehen habe, der ist jetzt aber auch schon älter. Da war gerade das neue Buch, hattest du rausgebracht, Come On. Und mir sind 2 Bilder in Erinnerung geblieben. Das eine war die leere Welt gegen die volle Welt. Wir leben jetzt in der vollen Welt. Und dass du dafür plädierst, dass es eine neue Aufklärung braucht, weil wir in einer philosophischen Krise stecken. Und vielleicht können wir tatsächlich mal auf dieser allgemeineren, eher abstrakteren Ebene beginnen und uns dann immer konkreter hinarbeiten zu, was braucht es jetzt eigentlich? Gerne. Ernst, neue Aufklärung. Vielleicht lass mich doch vorher noch was sagen. Ja, Ich gerne. finde es ja völlig richtig. Du kennst vermutlich auch Jörg Sommer.
und andere Leute, die sich sehr engagieren für Bürgerbeteiligung, finde ich wunderbar. Ja. Aber empirisch ist es leider zurzeit so, dass die Sorte von Spontaneität, die bei Bürgerbeteiligung ja auch so schön ist, gleichzeitig eine ungeheure Stärkung von rechtsradikalem Wahnsinn ist. Ja. Das heißt also, es ist empirisch nachgewiesen, dass in den sogenannten sozialen Medien Frechheit, Schmutz, Dummheit, Rüpelhaftigkeit 10-mal so hohe Viralität hat als Vernunft. Ja. Das heißt also, ich bin sehr dafür, dass in dem Programm von Co-Creation Stiftung und so wirklich das Volk zu Wort kommt und insbesondere diejenigen, die sich für die richtige Sache engagieren. Aber man darf nicht unvorsichtig dafür sorgen, dass ein radikalisierter, destruktiver, schlammschlachtartiger Volksmob dabei entsteht. Da muss man auch Bremselemente machen. Mhm. Und der Übergang von einer athenischen kleinen Demokratie auf eine Demokratie, die für ein 100-Millionen-Volk funktioniert, ist die indirekte Repräsentanz und nicht die direkte Repräsentanz. Mhm. Ja. Das heißt also, das Ganze soll nicht als eine Skandalisierung der Langsamkeit des parlamentarischen Systems sein, sondern soll die Ermutigung zu wirklich konstruktivem Mitmachen sein. Das ist ja auch deine Idee. Das finde ich ganz großartig. Also ich bin in keiner Weise dagegen. Ich sage nur, aufgepasst, da schlummern ziemlich böse Leute in der Ecke und warten, wie sie euch okkupieren können. Das, ja? Dieser Gefahr, danke. Die ist immer wieder wichtig, die hervorzuheben. Der sind wir uns aber auch sehr bewusst. Gut. Es gibt ja auch, ich glaube, das wäre eine längere Diskussion sozusagen, zu gucken, was ist, also Partizipation ist ein breites Feld. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Ansätze. Der Ansatz, den ich verfolge und den ich auch mit diesem Begriff Co-Kreation belege, ist eigentlich, ich möchte Menschen, nicht nur jetzt in ihrer Funktion als Bürgerinnen und Bürger, sondern eben auch FunktionsträgerInnen, daran beteiligen, die Konzepte zu entwickeln und dann diese Konzepte sozusagen in ein repräsentatives Gremium zu bringen, damit da abgestimmt wird. Weil ich finde, dass dieses der Raum, in dem wir gesellschaftliche Lösungen entwickeln, der ist nicht transparent in unserer Demokratie. Das passiert hinter verschlossenen Türen in Ministerien mit eingekauften BeraterInnen, natürlich auch in der Wissenschaft, in der Wirtschaft. Und am Ende hat man so ein Konzept, dann steht dann plötzlich Masterplan Klima oder Masterplan Migration drauf und niemand weiß, wer hat das eigentlich mit welchen Interessen diskutiert und entwickelt. Und diesen Prozess, den würde ich gerne sozusagen transparent machen und daran alle beteiligen und dann sagen, und jetzt entscheiden die gewählten VertreterInnen darüber, welches dieser Konzepte das überzeugendere ist. Ja, und ganz einverstanden. Sehr gut. Diese Transparenzschaffung ist großartig. Dazu gehört aber auch folgendes historische Element aus dem Jahre 2019. Noch im Juni 2019 hatte die Bundesregierung und das Parlament ein ziemlich mutiges Klimapaket. Ja. Nicht ausgedacht. Und dann kamen 2 Monate später die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg, wo diejenige Partei, die kategorisch Klimaschutz ablehnt, eine Verdoppelung ihrer Prozentsätze bekommen hat. Und dann haben die vorher von Lobbyisten
der grünen und der wirtschaftlichen Seite beeinflussten Politiker kalte Füße gekriegt, weil das Volk auf einmal gesprochen hat und das Volk hat die Regierung kaputt gedrückt. Dann sind sie feige geworden. Ja? Also, es hat ein Teil des Volkes gesprochen. Die Hineinbeziehung des Volkes kann sehr positiv sein, das ist das, was du sagst und mit Recht. Sie kann aber auch sehr negativ sein. Das darf nicht außer Acht gelassen werden. Ja, und jetzt wäre natürlich die Frage, wie gehen wir damit um? Ja, also damit sind wir jetzt bei der Frage der Notwendigkeit, eine philosophische Krise wahrzunehmen und vielleicht so etwas wie eine neue Aufklärung. Ja, ja. Was stellst du dir darunter vor? Ja, zunächst mal muss ich die Herleitung sagen, warum man auf so einen verrückten Gedanken überhaupt kommt. Der hängt mit dem zuvor Gesagten eng zusammen. Wir stellen empirisch fest, dass diejenigen Maßnahmen, die man vernünftigerweise jetzt ergreifen müsste, um die globale Erwärmung zu verlangsamen und zu stoppen, politisch nicht durchsetzbar sind. Der Mensch ist aus Steinzeitzeiten der leeren Welt darauf getrimmt, egoistisch zu sein. Das hat auch Adam Smith dann irgendwann sozusagen in ökonomische Theorie verwandelt. Und der Egoismus ist typischerweise ungeheuer kurzfristig. Da ist das, was in 48 Stunden geschehen wird, erstmal völlig irrelevant. Wenn man was, wenn man hungrig ist und möchte was essen, dann will man jetzt essen und nicht erst in 48 Stunden, geschweige denn in 20 Jahren. Das heißt also, wir haben eine Art von Jetzt-Besoffenheit als selbstverständliche anthropologische Größe zu berücksichtigen. Und dieses führt dazu, dass das, was eigentlich notwendig wäre, nicht durchsetzbar ist. Das nennen wir eine philosophische Krise. Wir geben folgendes Beispiel, auch in unserem Buch, das auf Deutsch heißt Wir sind dran. Ja. Sagen wir, da kommen die Völker der Welt zusammen in Paris Ende 2015 und beschließen beachtliche Selbstverpflichtungen für die jeweils eigenen Länder. Und dann sagen wir, kommen die Klimadiplomaten in ihre Hauptstadt zurück. Und was erfahren sie dort? Da sagen die Politikerinnen und Politiker und erst recht die Lobbyisten und erst recht das Volk. Ja, das ist sehr gut, was ihr da gemacht habt. Aber macht euch nichts vor. Das wird wahnsinnig teuer. Also brauchen wir erstmal viel mehr Wachstum. Das ist die automatische Reaktion in allen Hauptstädten der Welt. Ich kenne keine einzige Ausnahme. Ja. Und gleichzeitig wissen wir, dass die Sorte von Wachstum, um die es da geht, der eigentliche Antrieb für die globale Erwärmung ist. Das heißt also, wir sind in Bezug auf die schwere Krankheit, globale Erwärmung, einigermaßen vernünftige Diagnoseärzte, die sehen, ja, das ist eine schwere Krankheit. Aber wir sind komplett idiotische Therapieärzte. Automatisch reagieren wir so, dass wir eine Therapie vorschlagen, die die Krankheit schlimmer macht. Wenn das nicht eine philosophische Krise heißt, dann weiß ich nicht was. Ja. Das ist der Ansatz dafür, dass wir sagen, nee, wir müssen noch ein bisschen tiefer gehen, bis in die Seelengründe hinein. Und dann müssen wir natürlich auch sehr rational überlegen, was sind die Kausalketten und an welchen Stellen können wir so eingreifen, dass daraus nicht eine Volksrebellion entsteht. Ja? Sag mal, darf ich dich kurz was fragen? Wir kommen ja nicht drum rum, auch Corona anzusprechen.
Da werden jetzt auf einmal unglaubliche, auch wirtschaftliche Einschnitte in Kauf genommen, um dieses Virus sozusagen und die Auswirkungen auf die Gesellschaft sozusagen, denen zu begegnen. Meinst du, das geht nur, weil das kurzfristig ist? Also weil man könnte ja jetzt argumentieren, wenn wir es vor Corona können, diese Einschnitte in Kauf nehmen, die Wirtschaft runterfahren, Flugzeuge am Boden lassen, Milliardenpakete freimachen, dann müssten wir es doch eigentlich auch für den Klimawandel tun können, oder? Der hat doch viel gravierendere Auswirkungen auf uns. Richtige Frage, richtige Logik, aber leider in Bezug auf die Befindlichkeit der normalen Menschen, die man dafür ja nicht beschimpfen soll, eine falsche Aussage. Nämlich? Was wäre die richtige? Das weiß ich noch nicht. Ja. Aber bei Corona hat jeder die sofortige Ahnung, ich könnte sterben, wenn ich mich nicht den Regeln gemäß verhalte. Ja, oder meine Eltern oder Großeltern. Oder das. Dagegen, beim Klima geht es darum, dass Menschen, die in 50 Jahren von heute leben, in eine tödliche Krise geraten, wenn wir den Klimaschutz nicht ernst nehmen. Mhm. Aber das ist für unsere Instinktausstattung aus der Steinzeit verdammt weit weg. Ja. Also tun wir es nicht und kommen dann mit dem, was in den nächsten 12 Monaten was bringt, nämlich Wachstum, Wachstum, Wachstum. Mhm. Ja. Ja? Ja. Das heißt, also du hast ja gerade von der menschlichen Konstante gesprochen, dieses kurzfristige Denken, letztendlich greift das da auch. Ja? Wir merken die Auswirkungen sofort, deswegen sind wir bereit, alles zu tun. Vielleicht sogar mehr als notwendig, behaupten ja einige. Während wir beim Klimawandel, ist das so weit weg, ist so lange hin, wir kriegen es nicht verarbeitet. Und trotzdem liegen ja auch beiden Phänomenen so eine exponentielle Kurve zugrunde. Ne? Sowohl dem Virus als auch dem Klimawandel. Ja, aber mathematisch muss man unterscheiden zwischen einer Exponentialkurve, die sich in Wochen und Monaten abspielt, und solche, die sich in Jahrhunderten abspielt. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Auch in Bezug auf die Therapie. Es ist bei Corona notwendig, dass man heute handelt, und ein verlorener Tag kann 1000 zusätzliche Tote bedeuten. Ja. Beim Klima ist diese Tagesrhythmik vergleichsweise irrelevant. Zum Beispiel nehme ich die CO2-Steuer. Es ist für die Investoren und die Ingenieure und die Manager relativ egal, ob heute das CO2 wahnsinnig teuer wird oder erst in 10 Jahren. Jeder Investor denkt in der Hauptsache an das, was in 10 Jahren der Fall ist. Also ist ein langsamer Anstieg von CO2-Preisen das am wenigsten wehtuende und gleichzeitig in Bezug auf die Investoren und die Ingenieure das Wirksamste. Ja. Das ist bei Corona total anders. Ja. Das heißt also, das können wir aus der Corona-Krise nicht lernen. Was wir daraus lernen können, ist, dass man unter Notdruck der Ansteckungsgefahren etwas auf sich nimmt, was man noch vor 2 Monaten radikal abgelehnt hätte. Das heißt also, die Bereitschaft, sich selber so umzustellen, dass man das Richtige macht. Und jetzt ist der nächste notwendige Schritt in Bezug auf Klima und andere große ökologische Probleme der Langfrist, dass wir diese Bereitschaft, uns umzustellen in Bezug auf unser tägliches Verhalten, auch in der Richtung nutzen, die für die Langfrist gut ist. Aber dazwischen fehlt noch das Glied der Kausalkette der Langsamkeit und Langfristigkeit.
Dieses muss erarbeitet werden und kann eine der wichtigsten Hausaufgaben für Co-Kreation sein. Mhm. Kannst du das nochmal erläutern? Also dieses Glied dazwischen, was stellst du dir da vor? Oder was wäre die Aufgabenbeschreibung, die es zu lösen gelte für diese Phase? Es sind im Wesentlichen zwei. Das eine ist das Erkennen oder auch Neuerfinden von Technologien und Verhaltensweisen und Infrastrukturen, die hohen Wohlstand, hohes Glücksgefühl mit ganz niedriger fossiler Verbrennung ermöglichen. Ja. Ja? Ja. Das ist das eine. Das ist eine Ingenieursaufgabe in der Hauptsache. Mhm. Aber natürlich auch eine Investorenaufgabe. Dass dieses dann endlich bei denen, die das große Geld anlegen, vorgezogen wird vor dem Vierteljahresabschluss. Ja. Das ist dann auch eine Mentalitätsfrage. Klar. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man diejenigen politischen Instrumente ausarbeitet und politisch beschließt, die zuvor einigermaßen identifizierten Technologien von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr lukrativer machen. Mhm. Und die klimazerstörenden Technologien ebenso von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr ökonomisch schädlicher. Das heißt also, dass das heutige Blicken auf die Vierteljahresabschlüsse eine technologisch progressive Komponente bekommt. Mhm. Wir können ja das Blicken auf die Vierteljahresabschlüsse nicht abschaffen. Das wäre kindisch. Aber man muss dafür sorgen, dass dort der Langfristnutzen plötzlich einen positiven Wert kriegt und der scheinbare Kurzfristnutzen daraufhin untersucht wird, ob er nicht in Wirklichkeit ein versteckter, massiver Langfristschaden ist. Ja. Kennst du das Bilanzierungsmodell von dem Christian Hiss, der die Regionalwert AG gegründet hat? Richtig. Christian Hiss, den kennen wir aus Emmendingen sehr gut. Ein exzellenter Mann. Ja. Er hat für SAP genau dieses gemacht, so dass ein Landwirt, ein Händler und so weiter eine Art von Bilanz ziehen kann, die das Positive belohnt und das Negative bestraft. Ja, ja, ich finde es auch eine wunderbare Arbeit. Sag mal, das klingt ja jetzt so, wenn ich es ein bisschen gemein formuliere, als würdest du für so einen grüntechnologischen Kapitalismus als Zukunftsvision plädieren. Verstehe ich dich da richtig oder nicht? Beziehungsweise, lass es mich anders formulieren, wo wäre da die philosophische Wende oder die neue Aufklärung? Das Wort Kapitalismus verwende ich eher nicht. Ich habe aber vor 30 Jahren mal den Karikaturspruch ausgesprochen: Der Kommunismus ist zusammengebrochen, weil er den Preisen nicht erlaubt hat, die ökonomische Wahrheit zu sagen. Mhm. Aber der Kapitalismus könnte zusammenbrechen, wenn er den Preisen nicht erlaubt, die ökologische Wahrheit zu sagen. Mhm. Und nun, die ökonomische Wahrheit ist sozusagen repräsentativ für die Kurzfrist und die ökologische für die Langfrist. Ja. Das heißt also, wenn der Kapitalismus nicht lernt, langfristig zu optimieren, hat er Selbstmordelemente, wie Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato Si ja sehr deutlich sagt. Also ich bin durchaus einverstanden mit einem gesunden, guten Kapitalismus, wenn man dann besser verdient, wenn man Sachen macht, die künftigen Generationen nützen und nicht schaden. Mhm. Also ich verstehe das dann so, du würdest plädieren, die Co-Kreation müsste darin liegen,
dass die gesellschaftlichen Akteure miteinander im Grunde, wenn man so will, neue Geschäftsmodelle und technologische Lösungen entwickeln, finanzieren, vorantreiben, die sozusagen den tatsächlichen ökologischen Preis auch beachten und die Politik entsprechende Gesetze macht, diese Geschäftsmodelle, diese Zukunftsmodelle, diese Lösungen dann auch gesellschaftlich zu fördern und umzusetzen. Ja, genau das ist meine Meinung. Aber ich bin wachsam genug, um zu wissen, dass ökologisch wahrhaftige Preise unpopulär sind. Ja. Praktisch sämtliche AfD-Stimmen kommen von diesem Zorn auf ökologisch wahrhaftige Preise. Ja. Gibt es dafür eine Lösung? Ja. Ich habe übrigens komischerweise in China als Berater der chinesischen Regierung den Vorschlag gemacht, dass man den Preis für klimaschädliche Energie oder für Energie insgesamt oder auch für Wasser oder Primärrohstoffe jedes Jahr um gerade so viel Prozent anhebt, wie im abgelaufenen Jahr die diesbezügliche Effizienz zugenommen hat. Mhm. Also, wenn die deutsche oder chinesische Autoflotte dieses Jahr um 1,6% spriteffizienter wird oder CO2-effizienter, ja, dann wird der Spritpreis oder der CO2-Preis im Sprit um 1,6% teurer. Und zwar automatisch im kommenden Jahr. Mhm. Dieses aber soll man dann für 100 Jahre festlegen. Mhm. Dann wird jeder egoistische Investor sagen, sofort auf Dekarbonisierung und Spriteffizienz umstellen. Ja. Denn alles andere wäre Geldvernichtung. Ja. Ja? Ja. Das heißt also, ein so sanfter Preisanstieg, dass selbst AfD-Wähler einräumen wird. Ja, also das ist ja nur wirklich aushaltbar. Meinst du? Und naja, also ja. Es gibt Leute, die machen einfach ihr Gehirn zu, aber das ist eine andere Frage. Ich denke jetzt erstmal diejenigen, die einigermaßen rational argumentieren. Und ja, die Ingenieure, die Investoren, die Manager, und dann natürlich auch die Journalisten und alles, was dazu gehört, werden dann auf einmal denken, ja, das ist doch eigentlich großartig. Ja. Das ist doch eine Art von Ping-Pong, wie wir es seit 150 Jahren in der industriellen Revolution erlebt haben, steigt die Arbeitsproduktivität, steigen die Löhne. Steigen die Löhne, steigt der Anreiz, die Arbeitsproduktivität zu erhöhen. Ping, ja, pong, ping, ja, pong. Und das 150 Jahre hat die Arbeitsproduktivität um so etwas wie einen Faktor 20, in vielen Branchen 100, verbessert. Das ist die Basis unseres grandiosen Wohlstands. Mhm. Nur heute ist der Faktor Arbeit weder unproduktiv noch knapp, sonst hätte man keine Arbeitslosigkeit. Aber der Faktor Natur und Klimaschutz ist das eigentlich knappe Gut. Da müssen wir das Ping-Pong dafür machen. Und das muss man dann natürlich auch politisch verkaufen können. Da brauchen wir die Journalisten, da brauchen wir die Manager, da brauchen wir dann auch die klugen Leute in allen Parteien, einschließlich AfD. Ja. Wird das dann nicht sozusagen die Oligarchen auf den Plan rufen? Weil die sind ja im Moment diejenigen, die sich sozusagen diesen Effizienzüberschuss reinstreichen. Ja? Das kommt ja nicht beim Arbeiter in der Fabrik bei VW an, sondern das bleibt sozusagen in dem obersten 1%. Da wird jeder Effizienzüberschuss sozusagen eingepreist und in die eigene Tasche gesteckt. Das ist ja auch eine Macht, mit der man dann sich anlegen müsste, oder? Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass einige dann richtig kräftig absahnen, weil sie am frühesten das ihnen tun, was langfristig zwingend ist. Aber das Wort Oligarch ist falsch gewählt. Okay. Die Oligarchen, von denen du sprichst,
Das waren ja die großen Absahner, die im Wesentlichen die großartigen Naturschätze von Sibirien ausgeräubert haben und in Geld verwandelt haben, und damit sind sie Milliardäre geworden. Ja. Das heißt, die haben genau das Gegenteil von dem gemacht, was ich eigentlich will. Da hast du vollkommen recht. Das heißt, ja gut, in China kann ich mir sowas vorstellen, dass man so eine Strategie jetzt auch über 50, 60 Jahre durchziehen kann. Was ist, wenn die AfD sagt, wir steigen da aus, wir geben dieses Geld weiter an die deutschen Bürgerinnen und Bürger oder irgendeine andere Partei auch? In einer Demokratie kann ja so eine, also das ist ja eine sehr langfristige Strategie, und unsere Legislaturperioden sind 4 Jahre lang. Das heißt, alle 4 Jahre könnte eigentlich jemand auftreten und sagen, ich stoppe dieses Programm. Das ist immer eine gewisse Gefahr. Wir Deutschen haben den ganz großen zivilisatorischen Aufschwung bekommen aus der deutschen Klassik, aus der Aufklärung von Immanuel Kant, der Bildungsoffensive von Wilhelm von Humboldt, der Dramatik von Johann Wolfgang von Goethe und so weiter. Das hat Deutschland groß gemacht. Als schließlich 1900 der Nobelpreis geschaffen wurde, waren in den ersten 10 Jahren in den naturwissenschaftlich relevanten Nobelpreisen 40% Deutsche. Ja? Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, basierend auf klassischer Langfristdenke, humanistisches Gymnasium, Humboldtsche Universität und also etwas, was ausdrücklich nicht diese Jetzt-Besoffenheit repräsentiert hat, sondern ein großzügiges, weitherziges Langfristdenken. Ja. Das kann ich mir auch heute vorstellen. Da sind allerdings die angelsächsischen Länder ziemlich weit davon entfernt. Die haben eine Sorte von Kurzfristutilitarismus und auch von Ellbogengesellschaftsverherrlichung, die dem, was ich wünsche, ausdrücklich und diametral widerspricht. Ja, ja. Das heißt im Grunde, wenn du von neuer Aufklärung sprichst, dann ist da schon auch so eine Orientierung an diesem humanistischen Bildungsideal, oder? Humanistisch und asiatisch. Und es ist im Grunde eine Aussage gegen die Dominanz der angloamerikanischen Denke. Ja. Das Wall Street Journal, Harvard Business School und so weiter und dem neuen Lieblingswort der Amerikaner, Disruptive Technologies, es muss alles ganz schnell reinhauen und alles andere wegdrücken. Ja. Das ist die heutige Mentalität. Ja, ja. Also die Heiligsprechung von Zuckerberg. Das heißt also, dieses ist gerade nicht langfristorientiert, obwohl man mit Facebook sehr wohl auch sehr zivilisierte humanistische Bildung verbreiten könnte. Das ist ja, ich sage nichts gegen die Technologie, aber ich gegen etwas gegen die Heiligsprechung des rasenden Veränderungswillens. Ja. Ernst, du hast eben dieses Beispiel gemacht, dass man sozusagen das, was wir an Effizienzgewinn haben, dass das wieder zurück eingepreist wird. Ich weiß, dass du sonst auch dich immer sehr stark für diesen Budgetansatz des WBGU stark machst. Passt zusammen? Oder kannst du das nochmal kurz erläutern, was dahinter steht? Ganz herzlichen Dank für diese Frage. Das ist außerordentlich wichtig. Ich meine, wir machen in Deutschland ein wenig kümmerlich noch einen Kohleausstieg. Wir hätten das auch schneller machen können und sollten es auch noch tun. Und ich glaube auch, das kommt noch, das wird noch beschleunigt. Aber während wir in Deutschland und in Europa einen Kohleausstieg herbeiführen, werden gleichzeitig auf der Welt zwischen 100 und 1000 neue Kohlekraftwerke gebaut oder geplant. Ja? Da ist nichts von Kohleausstieg.
in Indien oder in selbst in Australien ist es kaum vorhanden. Das ist wirklich ein reiches Land. Ja. Oder in Kolumbien oder in Nigeria oder Südafrika und so weiter. Überall werden neue klimazerstörende Kohlekraftwerke gebaut. Ja. Warum? Weil ein neues Kohlekraftwerk typischerweise, jedenfalls in den letzten 10, 20 Jahren, eine Lizenz zum Gelddrucken war. Und von den Regierungen, die für Arbeitsplätze, für Wohlstand des Volkes und so weiter sich zuständig fühlen, war das das Vernünftigste, was man machen konnte. Lediglich bei uns, die wir bereits mit der Solarenergie und der Energieeffizienz ziemliche Fortschritte gemacht haben, können wir uns leisten, Kohle aus der Kohle auszusteigen. Wenn Sie mit einem Südafrikaner darüber reden, wird er sagen, ja, wir können es uns gar nicht leisten. Ja? Das ist das Hauptproblem des Klimaschutzes. Dass 3/4 der Welt keinerlei ökonomisches Interesse daran hat, im Gegenteil, ein ökonomisches Interesse daran, den Klimaschutz zu ignorieren. So sieht man es auch bei den Klimaverhandlungen. Die Gruppe der 77 ist, so viel ich bisher sehe, nicht gewillt, Klimaschutz zu betreiben. Ja. Die wollen Geld haben für die Anpassung an die Klimaveränderung. Und dann sagen sie immer ganz leichtfüßig, naja, da seid ja ihr aus dem Norden dran schuld. Ja. Also ihr müsst uns das Geld geben. Jetzt ist die Frage, wie können wir die Situation, die reale Situation, nicht die gewünschte, die reale Situation in Indien, Südafrika und so weiter so verändern, dass die ein ökonomisches Interesse im Sinne ihres Volkswohlstandes bekommen, ebenfalls aus der Kohle auszusteigen? Das ist besonders wichtig auch für China. Die Chinesen machen zwar zu Hause eine Dekarbonisierungsanstrengung und gleichzeitig schenken sie Nachbarländern und Afrikanern Geld für den Aufbau neuer Kohlekraftwerke. Das heißt also auch da, auch wenn sie im eigenen Hause im Wesentlichen das Richtige bereits machen, weltweit sind sie eine Katastrophe. Ja. Wie ändert man das? Das ist die Frage. Keine einfache Frage. Ja. Dafür hat der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderungen vor über 10 Jahren ein, wie ich finde, sehr vernünftiges Modell entwickelt. Der sogenannte Budgetansatz. Und der läuft so. Gerechtigkeitsbedingt sollen alle Länder der Welt ein pro Kopf gleich großes Budget der Nutzung der Atmosphäre haben. Das heißt der CO2-Emission. Ja. Aber die alten Industrieländer, einschließlich Deutschland, haben dieses Budget im Wesentlichen schon verfrühstückt. Dagegen die Entwicklungsländer haben noch eine ganze Menge übrig. Historisch einfach. Und jetzt müssten wir nach diesem Budgetansatz anfangen, nach Indien, Südafrika und so weiter zu gehen und zu sagen, könntet ihr uns noch ein paar Lizenzen verkaufen? Mhm. Und dann sagen die Inder, wenn sie rational sind, ach, eigentlich ja, wir haben da noch eine ganze Menge übrig. Das kostet dann was. Da wird sich auch ein Preis einpendeln. Und wir können in unserer Verhandlungsposition sagen, ja, wir können auch einen hohen Preis akzeptieren, aber das darf nicht sofort sein. Denn es muss auch so diese Steigerung von diesem Ping-Pong, was ich vorhin erläutert habe, so dass nicht bei uns die Industrie kaputt geht. Das würde ja gar keinen Sinn machen. Ja. Aber für jeden mittel- und langfristig denkenden Inder, einschließlich des Wirtschaftsministers, würde dann auf einmal es ökonomisch rational kein neues Kohlekraftwerk mehr zu bauen, sondern die dadurch eingesparten Lizenzen an die Europäer, nicht zuletzt auch die Deutschen, zu verkaufen.
Ja. Es wäre lukrativer für die indische Ökonomie. Und gleichzeitig würden die Inder natürlich aus dem gleichen Motiv heraus die Solarisierung gewaltig vorantreiben. Da scheint ja auch genug Sonne. Und die Effizienz, die ja im Grunde der schlafende Riese ist, ist ja fast noch wichtiger als die Solarenergie, dramatisch beschleunigen. Und sie würden damit einen Sprung der technologischen und ökonomischen Entwicklung mitmachen. Und die gescheitesten Inder, da gibt es großartige Leute, würden sagen, ja, das ist doch für Indien viel besser. Ja. Und fürs Weltklima. Ja. Ist das nicht mit der, wie sieht das aus mit den CO2-Zertifikaten? Ist das sozusagen die Version Light davon? Oder eher sagen wir die Version schwer. Denn bisher ist die Version Light das, was wir in Europa gemacht haben. Ja. Das hat ja die Schwerindustrie überhaupt nicht gekratzt. Die haben ja am Anfang die Lizenzen geschenkt bekommen. Ja. Das ist Light. Ja. Schwer ist es, wenn wir keine CO2-Ausstöße mehr machen dürfen, wenn wir nicht vorher Lizenzen gekauft haben. Ja. Das wird hart. Und da müssen wir mit diesem Stufentreppchen-Modell in die Verhandlungen einsteigen. Wir müssen verhindern, dass eine große Kapitalvernichtung oder Auswanderung entsteht. Mhm. Gleichzeitig aber eine hinreichende Verlässlichkeit und Sicherheit für den jeweiligen Partner, also Indien oder Kamerun oder Brasilien oder irgendwas, erzeugen, dass die mit dem Treppchenvorgehen einverstanden sind. Ja. Denn da gibt es ja natürlich auch gierige Leute, vor allem den jeweiligen Finanzminister, der sagt, ja, das muss alles sofort kommen. Dann müssen wir sagen, nee, das können wir nicht machen. Aber für die Transformation der Entwicklungsländer in Richtung Hochtechnologie, Klimaneutralität und so weiter, ist die Geschwindigkeit der falsche Maßstab. Es muss nur konsequent passieren. Ja. Ernst, ich habe noch zwei Fragen. Ich mache aber eben das Fenster zu, weil die Kinder fangen an, draußen zu spielen, was schön ist, aber laut bei mir. Das eine ist die Fortführung dessen, was du gerade erklärt hast, was ich super finde. Ich frage mich nur, Klimawandel und CO2 ist nicht unser einziges Problem. Wir haben Plastik in den Meeren, wir haben die Versauerung der Meere, wir verlieren gesunde Böden täglich und, Verschmutzung, wo es nur geht. Müsste so ein Budgetmodell nicht auch andere ökosystemzerstörende Fakten mit einschließen? Und ich schließe gleich noch an, ist es nicht so, wir reden im Moment über Effizienz und es kommen ja zunehmend auch Vorschläge, die dahin gehen, aufbauende Tätigkeiten zu belohnen. Also der Daniel Dam, den wir beide ja auch kennen, der hat ja seine Sustainability Zero Line jetzt veröffentlicht. Und da geht es ja nicht nur darum, sozusagen Effizienz zu steigern, sondern auch zum Beispiel Böden wieder aufzubauen, Ökosysteme wieder zu restaurieren. Und während das eine sozusagen kostet in so einem Budgetmodell, würden diese anderen Tätigkeiten einem ja auch wieder sozusagen in diesen Modellen möglicherweise ein Einkommen generieren. Ja? Das heißt, indem wir Böden aufbauen, Meere sauber machen, Flüsse sauber machen, Wälder wieder aufforsten und so weiter und so fort. Kannst du dazu noch was sagen, was du davon hältst oder wie du das bewertest? Ich finde das ganz großartig. Ich finde es ungeheuer wichtig. Insbesondere, wenn wir dafür sorgen wollen, dass es auch unserer Landwirtschaft gut geht. Der geht es ja im Moment ökonomisch gut, wenn sie ökologisch schädlich wirtschaftet, die Böden eigentlich verarmt und zerstört. Ja. Und das Grundwasser vergiftet und vieles andere mehr. Ja.
Demgegenüber wäre ein Bonus pro Hektar. Pro Hektar, der als großer CO2-Sauger funktioniert. Eine völlig andere Art der Agrarsubventionen. Mhm. Ich bin überhaupt nicht gegen Agrarsubventionen. Bloß wenn Sie das Falsche subventionieren, dann bin ich dagegen. Dagegen, wenn Sie das Richtige subventionieren, ist großartig. Ich bin ja sehr für die Bauern. Ja. Nur heute, unter den heutigen Randbedingungen, ist leider die zerstörerische Landwirtschaft ökonomisch gesünder als die aufbauende. Ja. Dies muss dringend korrigiert werden. Ja. Und es gibt noch andere Geschichten mit dem Plastik, da würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Es könnte ja sehr wohl sein, dass ein klimafreundlicher Kunststoff de facto der schlimmste Meeresverschmutzer ist. Ja, zum Beispiel. Ich kann das nicht jetzt im Einzelnen durchführen. Es kann sein, dass ich mich genau hier im Vorzeichen irre. Aber es automatisch zu verkoppeln, halte ich für sehr gefährlich. Das gilt übrigens insgesamt, wenn man alles auf das Thema CO2 reduziert. Dann kriegt man in einigen Fällen, wie zum Beispiel Humusbildung in der Landwirtschaft, positive Ergebnisse. Und in anderen Fällen, zum Beispiel bei Carbon Capture and Storage, sehr problematische Geschichten. Ja. Ich meine, die Schwerindustrie liebt das natürlich, die Idee, dass man das CO2 abfängt und dann irgendwo im Boden vergräbt und dann ist es erstmal weg. Aber das ist doch nur eine Legitimationsgrundlage, um weiter Kohle zu verbrennen. Ja. Ja. Das heißt also, da muss man sehr aufpassen, mit dieser reinen CO2-Fixierung ist noch nicht gut genug. Und gerade in Bezug auf Landwirtschaft ist das auch gefährlich, denn das Lachgas ist pro Molekül 150 Mal schlimmer als das CO2. Und bei überdüngter Landwirtschaft wird Lachgas produziert in großen Mengen. Ja? Ja. Also auch da muss man aufpassen. Wir müssen dann schon die ganze Familie der Treibhausgasemissionen mit ins Kalkül beziehen. Das heißt, man könnte auch über was nachdenken. Ich habe das mal Earth Credit Points genannt, aber sozusagen etwas, was vielleicht auch auf einer, der Michel Bauwens von der Peer-to-Peer Foundation, der denkt gerade darüber nach, das tatsächlich mit so einem auch Krypto-Modell zu machen. Das hat natürlich auch Umweltprobleme, die da dranhängen, aber wo sozusagen eher der ökologische Fußabdruck mit all seinen Aspekten, Böden, Wasser, Plastik, CO2, Klimagase, wir brauchen im Grunde so ein Modell, dass das ja alles miteinander irgendwie auch in Relation setzt und sozusagen die eine Tätigkeit in Bezug auf den einen Faktor in Bezug setzt zu einem anderen Faktor. Das muss ja irgendwie miteinander verrechenbar sein. Das ist ja sehr, sehr aufwendig wahrscheinlich, auch statistisch, mathematisch, irgendwann solche Modelle zu rechnen und dann auf eine einfache, vielleicht ja auch für den Bürger, die Bürgerin im Alltag zu nutzende Währung oder Verrechnungseinheit runterzubrechen. Ne? Ich finde, das ist eine gute Idee. Ich würde aber die Mathematisierung nicht zu weit treiben. Mhm. Ich würde vorschlagen, an den Stellen, wo es der einfache Landwirt sofort einsieht, einfach schon mal loszulegen. Ja, klar. Unabhängig von mathematischen Modellen. Ja. Und im Übrigen will ich dann doch, wo du mit Recht über andere Gefahrensituationen als das Klima sprichst, das Thema Biodiversität einbeziehen. Absolut. Beim Klima kann man sagen, na ja, es ist furchtbar, aber nach 2000 Jahren einer dramatisch veränderten Menschheitsgeschichte kann das auch wieder korrigiert werden. Dagegen Biodiversität, da reden wir über Millionen von Jahren. Ja. Ja. Was wir heute zerstören an Biodiversität, ist in 1000 Jahren nicht wiederherzustellen. Ja.
Es ist eine richtige Vernichtungsgeschichte. Da ist wiederum leider die heutige Landwirtschaft einer der größten Sünder. Ja. Ich habe einmal, als ich Leiter des Instituts für europäische Umweltpolitik war, folgenden Vorschlag gemacht. Ist natürlich nie durchgesetzt worden. Er ist auch ein bisschen exzentrisch. Aber folgen wir. Ein Landwirt, der auf seinem Feld einen brütenden, großen Brachvogel sieht und fotografiert, der soll dafür eine Prämie kriegen von, sagen wir mal, 15.000 Euro. Ja? Ja. Denn der Brachvogel ist sozusagen ein ökologischer Qualitätszeiger. Ja. Dort, wo der brütet, geht es der ganzen Landschaft sehr gut. Er ist sehr anspruchsvoll. Und ist im Übrigen ein Zugvogel, er kommt genau an den gleichen Ort im nächsten Frühling zurück. Ja, schön. Ist halt auch leicht zu fotografieren, ein wunderschöner, langer, krummer Schnabel. Und das würde es dem Landwirt plötzlich lukrativ erscheinen lassen, die ökologische Gesundheit der ganzen, seines ganzen Grundbesitzes zu kultivieren. Man kann sich noch anderes ausdenken. Also die Idee, dass man vernünftiges, langfristig gutes Verhalten prämiert, ist völlig richtig. Das muss nur nicht bis auf die Stelle hinterm Komma gemacht werden. Toll, schön, schönes Bild, danke. Dann lass uns doch mal vielleicht abschließend noch mal den Bogen schlagen und zurückkommen, weil wir haben jetzt wunderbare Ideen und Lösungen diskutiert, die du ja auch schon seit vielen Jahren propagierst und viele andere auch vertreten. Es gibt Lösungen, es gibt Ansätze, aber umgesetzt sind sie noch nicht. Und vor allem nicht global. Ja, du hast es eben selber gesagt, selbst wenn wir den Kohleausstieg schaffen, viele andere bauen weiter. Selbst wenn wir CO2 einsparen, viele anderen machen das vielleicht nicht. Was müssen wir denn global oder wie können wir es denn global hinkriegen, dass solche guten Lösungen, die schon bekannt sind, tatsächlich auch global umgesetzt und implementiert werden? Ich weiß, das ist eine Gretchenfrage, die vielleicht auch niemand beantworten kann, aber wir müssen uns ja irgendwie darüber Gedanken machen. Also mein Eindruck ist, und deswegen gründen wir ja diese Stiftung, dass zum Beispiel mit diesen Klimakonferenzen, dass es eigentlich nicht das Modell ist, wie wir global klimapolitisch auch im Griff kriegen. Aber was könnte oder was müsste stattdessen passieren, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen global? Ich würde da nicht von Alternative reden, sondern von Synergie. Mhm. Wir brauchen dringend die internationalen völkerrechtlichen Konferenzen. Ja. Um den Rahmen zu setzen, auch so eine Art von globaler Einigung auf CO2-Reduktion. Denn sonst haben wir sofort die Schlupfloch-Gauner, die sagen, ja, also wir kümmern uns nicht um das Globale, wir kümmern uns nur auf unseren Landstrich und da machen sie größten Räubereien und das werden dann die Steueroasen und so weiter. Gut. Wir brauchen dringend auch die internationale Regelsetzung. Aber deine Frage geht berechtigterweise in eine andere Richtung. Da muss man auch so wie Pionierkultur legen. Das gibt es ja auch mit den Transition Towns, wo bis etwa 2000 Leute zusammenleben und eine Art von Lebensstil entwickelt haben, der weniger Bruttosozialprodukt abhängig ist, aber mehr Glück und Zufriedenheit erzeugt. Und ihr habt ja in Oldenburg den großartigen Nico Pech, der immer wieder sagt, auch die Genügsamkeit muss ein Teil der Antwort sein. Und eine Zivilisation, die gleichzeitig hohe Lebensqualitätserfolge hat und
ökonomisch gesund ist, kann sehr wohl zu einem Modell sein, wonach man sich dann gerne richtet. Wir brauchen uns ja nicht einfach nach dem Modell der Wall Street Gangster auszurichten. Das ist das, was man in den heutigen Betriebswirtschaftsschulen lernt. Und das ist falsch. Also die zivilisatorische Komponente ist sehr wichtig. Dazu ist natürlich auch die Synergie, Kooperation zwischen den jeweiligen Beteiligten. Und die müssen ja nicht alle identisch aussehen, sondern es sind ja auch Leute ganz unterschiedlicher Qualifikationen und Lebenssituationen. Die müssen eine Art von Kooperation miteinander aufbauen. Wenn die Co-Kreation dieses, so ein bisschen im Sinne der Transition Towns, fördert und dabei gleichzeitig eine konstruktive Verbindung zur Politik hat, dann habe ich das Gefühl, ist das ein ungeheuer vernünftiges Modell. Da fehlt aber ja noch, also das ist ein weiter Spagat, ne? Auf der einen Seite kleine lokale Einheiten, die, sage ich mal, das gute ökologische Leben ausprobieren, erproben, pflegen und entwickeln und damit einen gesunden, ökologisch auch nachhaltigen Wohlstand für sich schaffen. Das wären die Transition Towns. Auf der anderen Seite haben wir globale Konferenzen, wo globale Ziele festgelegt werden. Ich habe das Gefühl, dazwischen ist noch irgendwie so eine große Lücke. Also das eine in das andere zu übersetzen. Hast du dazu eine Idee? Das ist, das muss überbrückt werden, aber das, was ich vorhin vorgeschlagen habe, mit diesem Ping-Pong-Modell steigt die Energieeffizienz, steigt der Energiepreis. Das hat auch einen sehr starken zivilisatorischen Einfluss. Ja. Führt auch dazu, dass die berechtigten Wünsche von Nico Pech auf einmal von der Familienunterhaltung selbstverständlich aufgegriffen wird. Ja. Wozu müssen wir eigentlich vergeuden? Ja. Ja? Das ganze Marketing und die ganzen Geschäftsmodelle der heutigen Industrie darin stehen, immer billig, billig, billig und ramsch, 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 damit wieder neu gekauft wird. Wenn das die Zivilisation ausmacht, dann hat man mit dem Gedankengut von Nico Pech fast keine Chance. Dagegen, wenn man gleichzeitig von der Rahmensetzung her eine Belohnung für menschliche und zukunftsträchtige Vernunft hat, dann kommt diese kulturell-zivilisatorische Entwicklung viel besser in Gang, ja, als wenn man die Rahmensetzung außen vor lässt. Und dieses gesetzliche Rahmen zu setzen, wäre wieder der Nationalstaat der Akteur? Der Nationalstaat ist unter dem heutigen Rechtssystem der mit den stärksten Muskeln. Und der darf nicht ausgelassen werden. Aber gleichzeitig, das wissen wir als Europäer ganz genau, wir müssen wesentliche Teile unserer Souveränität an höhere Instanzen abgeben, um damit wohlhabender zu werden. Ja. Ja. Also wenn Frankreich und Deutschland immer noch Nationalstaaten wie Anfang des 19. Jahrhunderts wären, wären wir in einer tiefen ökonomischen Krise. Also das ist der ganz große Dummheitsfall der heutigen Neonationalisten. Ja. Die glauben, man kann das alles auf den Nationalstaat reduzieren. Das ist der helle Wahnsinn. Also man muss dann eben auch die höhere Stufe bis hin zur Weltstufe mit einbeziehen, aber immer so, dass dabei die nationalen Bedürfnisse nicht kaputt geredet werden. Das ist völlig klar. Auch die lokalen nicht, also die dörflichen, Transition Towns, das sind Dörfer. Auch das muss sozusagen positiv überleben. Und da gibt es ja in der EU das Prinzip der Subsidiarität, was im Wesentlichen bedeutet, das, was auf lokaler Ebene gemacht werden kann, das sollte auch gemacht werden. Aber nur diejenigen Dinge, zum Beispiel
Vermeidung von Wettbewerbsgaunereien, die nur auf europäischer Ebene richtig funktioniert, die muss man in Europa machen. Klima ist es eben dann die ganze Welt. Läuft es dann auf einen größeren Weltstaat wie die UN hinaus oder ist das eher eine Konföderation freier Regionen von Nationalstaaten wie der EU, der Afrikanischen Liga etc.? Hast du da ein Bild, ein Zukunftsbild nochmal so zum Abschluss? Wie könnte das in 30 Jahren im Idealfall aussehen? Die UNO muss dringend gestärkt werden. Sie hat nur den Geburtsfehler, dass sie sich nennt Vereinte Nationen und tut so, als sei die Nation das Heiligtum. Das ist ein Denkfehler. Es war im Jahr 1948 plausibel, weil es nichts anderes Vernünftiges gab. Aber wir müssen eine verstärkte UNO haben. Das Wort Weltstaat muss nicht fallen. Es kommt im Wesentlichen darauf an, dass die Rahmensetzung für das, was die Welt angeht, auf Weltebene beschlossen wird. Ja. Und dass es da eine Verpflichtung aller Nationen gibt und auch Sanktionen gegenüber denjenigen, die da rauslaufen wollen. Ja. Das ist notwendig. Gleichzeitig wird es auch eine Stärkung der Großregionen geben, wie Afrika, Europa, Ostasien und so weiter. Wie das abgetrennt wird, ist mir ziemlich egal. Die Hauptsache, dass sich auch da, auch aus Verkehrsgründen, nicht immer nur die Weltebene durchsetzt, sondern eben auch mal die regionale Ebene. Das ist auch sehr vernünftig. Also man muss ja nicht unbedingt die Kiwis aus Neuseeland einfliegen. Ja. Das heißt also, da gibt es auch rationale und vernünftige regionale Gemeinschaften. Dann niedrigeren Ebenen, Nationalstaat, Provinz, Kommune, Dorf, etc. All das hat jeweils seine Legitimation. Und die eigentliche konstruktive Aufgabe ist, dieses jeweils synergistisch zusammenzuführen, statt in den Streit. Ja, ja. Und das ist eine Aufgabe zum Beispiel, der wir uns stellen wollen. Finde ich großartig. Wenn Co-Kreation genau das macht, seid ihr großartig. Genau, das wäre der Wunsch. Ob es uns gelingt, wissen wir nicht. Aber solche Gespräche wie mit dir heute, die tragen dazu. Vielleicht nochmal, ich weiß, wir machen jetzt mal gleich Schluss. Ne? Ich glaube, du hast auch jetzt andere Verpflichtungen. Magst du am Ende noch einfach, weil es tagesaktuell ist, vielleicht eine Einschätzung geben, diese ganze Nummer jetzt mit dem Coronavirus. Meinst du, das ist einfach so ein Ding, das jetzt kommt und wieder vorbeigeht? Oder kann das irgendwie zu so einer Bewusstwerdung, einem Umdenken auch beitragen? Tut das was mit unseren Gesellschaften global? Es tut es positiv in halbwegs gesunden Ländern, dazu gehört auch Deutschland, auch einzelne US-Staaten, aber auch negativ, wie das Beispiel Ungarn zeigt. Ja. Herr Orbán die Corona-Krise nutzt, um eine Diktatur zu errichten, dann ist es die falsche Lehre. Also ich kann nicht einfach mit Ja oder Nein antworten, sondern es bleibt uns nicht erspart, konstruktiv und positiv darüber nachzudenken. Danke. Danke, Ernst. Das war sehr schön, sehr spannend und anregend. Ich danke dir für deine Zeit. Danke auch, Jascha. Ich hoffe, dass wir das irgendwann weiterführen, wiederholen in anderen Kontexten. Und heute sagt man ja, bleib gesund. Ne? Danke. Und wenn der Wahnsinn sich ein bisschen normalisiert, dann geht es vielleicht auch in der einen oder anderen Form dann wieder weiter. Sehr gut. Vielen Dank. Schönen Tag und schönes Wochenende. Danke. Mach's gut.